Sifa, die ist lustig, eine Sifa, die ist schön. Boah, Alter, ich bin richtig so geil, Alter, dass wir das hier machen. Kannst du mal kannst du Tau da mal rüberschmeißen? Jo, warte. Tau nennt man das? Das ist ein Tau, ja. Ich bin ja so dankbar, dass du mir das alles zeigst, Alter, und dann gleich eine Weltumsegelung. Alter, ich kann es gar nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Seit wann haben wir darüber geredet? Seit Grundschule oder so, ne? Ja, hättest du nicht gedacht, wa? Hast du mal gedacht, wir reden nur und passiert doch nie und der hat ja gar kein Boot und so, aber siehst du, wir sind unterwegs, ja. Echt? Wie nennt man das hier? 12 Ender? Wie ist die Größe der... Also ein Yacht ist ja nicht, aber schon super fancy auf jeden Fall. Muss ja echt richtig gut laufen, da dein Autohaus da. Cool. Ja, naja, laufen. Das, ich meine, sag mal, das ist jetzt eine einfache Brick, ne? Ah, okay. Kann man sich schon leisten. Klar, warum nicht? Ja, Mann, ich glaube ich nicht, aber... Also, ist also, ja auch mal, egal, wenn jetzt, ne? Warte, wenn du jetzt hier guckst, guck mal. Ja. Hier, das Segelschiff hat ja 2 Masten. Und das hat ja jeweils ein Rahsegel pro Mast. Und am letzten Mast, also Achtern, hier, da. Achtern ist hinten ist Achtern, oder wie? Genau. Und da ist zusätzlich noch ein Schradsegel in Längsrichtung zur Schiffsachse angebracht. So daran erkennt man eigentlich eine Brick. Okay. Brick, Achtern. Achtern ist hinten, wie sagt man vorne? Bugwärts? Achtern, Neuner. Jetzt muss ich mir mal das Achter-League geben, quasi. Also diese Tau da hinten, diese Fass-Tau, was am Starksegel dran ist. Ah, Tau, habe ich mir gemerkt. Tau. Ja. Denn man Tau. Dieses runde Teil hier, das ist ein Auge, nennt man das. Das ist aber so ein, eigentlich, wie du siehst, hier eine ovale Stahlöse. Das sagt man Auge zum Beispiel. Oder hier, diese Klappe hier ist ein Ausguck. Da kann man hochklettern und gucken. Und was nochmal rechts und links, Steuerbord, Backbord, kann ich mir immer nicht merken. Genau. Was ist Steuerbord, ist rechts? Na, was denkst du? Ich weiß nicht, ich kann dir nur sagen, dass ich es nicht weiß. Ja, ich kann es mir nie merken. Steuerbord ist rechts. Hm? Und Backbord links. Einloggen? Nee, nein, ich weiß es nicht. Kann ich jemanden anrufen? Nee, kannst du nicht. Also Steuerbord ist links. Steuerbord ist links. Nee, hey, war ein Witz, Mann. Was denn du? Naja, was ist denn? Was denkst du? Alter, nicht, dass du hier unser Leben riskierst, wenn du mir wenn wir dann irgendwie am Kap der guten Hoffnung vorbeisegeln und du sagst, Vorsicht, Steuerbord ist ein Killerwal, fahr mal da nicht lang. Und ich denke, da muss ich nach links fahren. Nee, links ist Backbord, rechts ist Steuerbord, richtig. Da gibt es auch keine Eselsbrücke. Gibt es da eine Eselsbrücke? Steuer nicht nach rechts, sonst backt dir links eine Semmel ans Ohr. Naja, wir haben ja, wie lange ist nochmal der Plan? Wir sind ja jetzt ein paar Monate hier unterwegs. Da werde ich es ja bestimmt lernen. 6 Monate und ich denke mal so, vielleicht noch 2 Wochen oder so, bis wir dann wieder da sind, ja. Ich kann es mir auch echt, sonst hätten wir es ja gar nicht gemacht, aber ich kann es mir nicht mit einem einzigen Menschen in meinem Leben sonst vorstellen, außer mit dir. Ja, aber so wir verstehen uns so blind und irgendwie, wir haben auch noch nie Ärger gehabt irgendwie und so. Und du kennst alle meine Geheimnisse und ich kenne alle deine Geheimnisse und irgendwie finde ich, also gibt es gar keinen Grund irgendwie mit jemand anders loszufahren als mit dir, finde ich auch. Und dann halt das, dass wir schon beide immer schon unser Traum waren, ne? Ich meine... Ich weiß noch, dass wir immer so auf uns so Briefchen geschickt haben, mit was wir da irgendwie dann auf dem Segelboot machen und uns irgendwie Geheimsprache ausgedacht und so, ja. Und wo wir langfahren. Und jetzt machen wir es wirklich, wirklich, wirklich. Ja. Kannst du mal ein bisschen links halten? Meins Backbord? Ja. Gemerkt. Oh. Gut, dann weißt du Bescheid, kann man ein bisschen Backbord, so wie eine halbe Umdrehung Backbord machen. Umdrehung hier mit dem Ding, meinst du? Mit diesem, wo das Ding da, wie heißt das? Mit dem Lenkrad, wie der Laie sagt. Ja, ach so, das Lenkrad. Das ist das Steuer.
So ungefähr. Das hat ja, reicht aus, werden wir ja sehen. Du kannst noch ein bisschen nachsteuern. Ah, man hat auch so richtig so, ne? Also ich fühle mich direkt wie Jack Sparrow. Mhm. So, man hat so richtig so die ganzen Klischees. Kennst du diesen Film mit Robert Redford, wo er da strandet und so? Also mhm. wo er auf dem Segelboot ist, auch herrlich. Also natürlich hoffentlich passiert uns sowas nicht. Aber also man hat einfach so dieses freie Freiheitsgefühl, ne? Nur fliegen ist schöner, kann ich mir vorstellen. Nur fliegen. Toll. Aber du weißt gar nicht, ob das noch schöner ist als Schiff fahren oder Boot fahren, das weiß ich gar nicht. Ich finde es auf dem Wasser schöner als in der Luft, aber. Ich kann ja nicht fliegen, ich kann es nicht. Machen wir jetzt mal eine kleine Wende. Also jetzt machen wir mal mit dem Schiff. Wir gehen ja jetzt gerade quasi mit dem Bug durch den Wind mal eins drehen. Ne? Einmal wenden, einmal voll einschlagen. Oh, das geht aber, da ist ja, ist ja, aber ja, dann total schief hier, wird ja richtig schief. Ja. Ach, J. Ist das, muss das so? Das muss so, ja. Du kannst wieder zurück. Nochmal andere Richtung? Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch, so reicht. Gut, danke. Eieieiei. Das heißt mal hier looten. Der Fall aussieht hier, wie tief das Wasser hier ist. Na, hier können wir fahren, hier. Senke, hier können wir fahren. Und ist das mit Computer hier? Weißt du mit Computer, wie wir fahren müssen? Ja, klar, oder? Heute. Also ich kann es auch so. Aber. Muss man wahrscheinlich können, wa? Du musst können. Du musst nach Wetterlage auch, sagen wir mal, wenn es jetzt regnet oder so, oder irgendwelche Systeme ausfallen, da muss man immer noch wissen, wo Lorden ist. Das unausweichlich. So, ja, hier. Ja, wenn halt. Ja? Ich gehe jetzt erstmal kacken und dann gehe ich mal in die Kombüse und mache uns ein bisschen was zum Knabbern. Ja, aber nicht verwechseln, ich meine, nicht verwechseln die Reihenfolge, ne? Also nicht erst in die Kombüse gehen und da dann hinkacken. Da gibt ja einen Spruch bei uns Seemännern, Urin in der Kombüse verfeinert das Gemüse. Aber das meinst, ist aber nur ein Spruch, meinst du? Machst du nicht jetzt wirklich, oder wie? Das ist nur Spaß. Okay. Kann ja sein, ne? Man weiß ja diese Bräuche nicht. Siehst du da hinten die Tonne? Die rote Tonne? Ja. Da fahren wir mal drauf zu und ich gehe dann mal kurz runter, ne, und mache uns ein bisschen was zu essen. Ne? Und da war dann soll ich da fahre ich dran vorbei einfach und dann weiter geradeaus. Genau, fährst du knapp dran vorbei. Bist du da hin, oder? Ich soll das hier alleine alles machen? Na ja, also wirst du auch wohl ein Boot ein bisschen gelenkt kriegen. Ich bin ja gleich wieder da. Hast du nicht mehr zu tun als ist auch die. Zum Glück übelst spiegelglattes, ruhiges Wasser, ne? Also das wird auch ganz selten sein, dass wir mal irgendwie ein bisschen Unwetter reinkommen oder so, das alles. Na, ich vertraue dir, du hast halt alles geplant. Also immer alles solche Kamellen, so nach. Mir ist das noch nie passiert. Und Du warst ja auch schon öfter mal so unterwegs, ne? So weit wahrscheinlich wie jetzt noch nicht, aber. Doch, klar, schon weiter, klar. Also das ist echt noch, also hast du schon mal eine Weltumsegelung ja, gemacht? Ja, ich habe ja schon die große gemacht. Denn wir machen jetzt die kleine, ne? Ich habe schon die große gemacht, klar. Was ist da der Unterschied? Na, die kleine, da fährst du ja bloß die kleinen Gewässer ab, sag ich jetzt mal. Und die große, da fährst du richtig einmal die großen Gewässer ab, ne? Ah, okay. Wusste gar nicht, dass da den Unterschied gibt. Also so, weiß nicht, Atlantik oder so fährt man sonst. Fahren wir jetzt nicht quasi. Mal gucken, wie wir so. Müssen wir mal sehen. Ah, okay, das macht man so von Fall zu Fall. Das macht man immer. Also wenn du erfahrener Seemann bist, dann fährst du quasi blind überall hin und reagierst dann, so wie man wie gerade kommt. Ne? Das ist. Ey, ich gebe mich total in deine Hände. Ne? Du hast da auf jeden Fall die meiste Ahnung, ich vertraue dir da einfach. Haben wir ja auch am Anfang gesagt, ne? Ich habe ja gesagt, du machst halt alles und ich komme einfach nur mit, ich bezahle alles natürlich, ist ja klar. Aber ich bin dir nochmal tausend Dank nochmal, dass du mir hilfst, diesen Traum, unseren Traum zu erfüllen. Kein Problem. Ich bin so gespannt, was Paradiese entdecken, sage ich dir mal so. Wir werden zwischendurch mal irgendwo an Land fahren und da wirst du Paradiese sehen, die hast du gar nicht geglaubt, dass es die überhaupt gibt. Meinst du, wir können, also ist es wirklich so, dass man noch unentdecktes Land entdecken kann, theoretisch? Also gibt's theoretisch, ja klar, es gibt ja kleine Inseln so, die noch nicht, sag ich mal, wo noch keiner... Die nicht mal bei Google Earth sind die nicht mal da drin?
Doch, die kann man sehen, aber die gibt halt, die gibt noch keine Namen dafür und so. Manche tauchen jetzt erst auch auf. Weißt du, weil so, jetzt der Meeresspiegel an einer Stelle sinkt und ein bisschen an anderer Stelle. Ah, okay. Ja. Ist wie so, wie der Mond auch steht und so wahrscheinlich, ne? Ebbe und Flut und so. Nee, hat damit hat bestimmt tatsächlich gar nichts zu tun. Ah, okay. So, aber okay. So wie mit Atlantis wahrscheinlich, ne? Atlantis war ja auch irgendwie mal an der Luft und so, ja. Halt so ein übelstes Goldparadies und dann ist es ja jetzt irgendwie, weiß man, wo das ist eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ja, das soll unterm Südpol soll er liegen. Ach so, okay. Und warst du schon mal im Bermuda-Dreieck? Weißt du, was damit auf sich hat eigentlich? Ja, Bermuda-Dreieck, ist auch so, gibt's ja Geschichten, Horrorgeschichten ums Bermuda-Dreieck, das große Mysterium, Bermuda-Dreieck, alle Boote kommen da weg, alle Schiffe kommen da weg, alle Flugzeuge kommen da weg, Menschen werden einfach verschluckt zu Hunderten. Das ist alles Schwachsinn. Gibt's da eigentlich schon einen vernünftigen modernen Film? Das ist doch voll die Marktlücke. Da könnte man doch mal so eine Amazon-Serie drüber machen, über das Bermuda-Dreieck. Werde ich mal auf Arbeit mal pitchen. Kannst du ja mal pitchen, würde ich sagen. Wenn jetzt irgendwie nach Hause, wenn wir zu Hause sind, dann. Ja, ich hoffe, da läuft alles, ne? Ich habe ja Sabbatical genommen, so, ne? Unbezahlt. Ich hoffe, das geht alles seinen Gang. Na, aber ist ja egal, wir sind ja nicht aus der Welt. Ne? Ich kann ja auch mal. Na klar, also das. Wie gesagt, ich bin schon so oft, auf der großen, weiten See gewesen ist noch nie irgendwie. Also ich bin, glaube ich, schon 35.000 Seemeilen, viermal oder so 35.000 Seemeilen gefahren. Also von daher. Ja, okay. Ja, ich habe da keine Vorstellung für, wie weit das ist. So wie mit Lichtjahren, ne? Keine Ahnung, wie lang ja, oder weit Lichtjahr, oder was weiß ich so ein Lichtjahr. Ja, wir fahren die sogenannte Blauwasserroute hier, die Segelroute über die Weltmeere sind ja quasi die Strecken, die insbesondere Segelschiffe oder Segeljachten bevorzugt werden, sagen wir so. Und die Seefahrt ist ja, ich sag mal, gibt's Aufzeichnungen, zu welcher Strecke, zu welcher Jahreszeit wurde befahren und welche Wetterbedingungen da bei angetroffen wurden. Und daraus lassen sich ja dann monatliche oder jährliche Karten für den besten Wind und die geringste Wahrscheinlichkeit für schwere Stürme entlang einer Route erstellen, sag ich jetzt mal. Ja. Und deswegen fahren wir auf die sicherste Route. Du liest das ja ab da. Wo liest du das denn ab? Du liest das ja ab da. Das hast du nachher nicht fühlen. Nee, ich meine, das, was du gerade erzählt hast, was denn, wo hast du das ausgedruckt oder du liest ja den Text gerade ab, den du gerade erzählt hast? Nee, da habe ich alles im Kopf gehabt. Achso, du weißt ja in meiner Hand den Text. Ach nee, ja Quatsch, der ist, da stehen bloß ein paar Daten drauf von wo. Ach so, sind so hier Seekarten und so, ne? Ah, okay. Ja, so ein paar Stichpunkte. Also wir werden auf jeden klang Fall. So, klang nur, als hätte ich das abgelesen. Ich kenne mich schon aus. Also wir werden auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das hast du früher in der Schule immer schon gemacht, dass du so, wenn du einen Vortrag und so gehalten hast, dass man gemerkt hat, du hast einfach nur aus dem Internet kopiert, so, ne? Da dachte ich, jetzt macht er das ja auch, aber du bist ja dein Steckenpferd hier, ne? Deswegen musst du da Bescheid wissen. Nee, alles klar, ist mir nur so lustig aufgefallen. Wenn wir nachher auf dem Atlantik sind, sag ich mal, dann die Ozeanüberquerung, ganz einfache Geschichte, habe ich, also Christoph Kolumbus ist gegen mich. Ist ein Hampelmann gegen mich, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist ja. Also der dachte auch, er hat irgendwie, wollte er nach Indien eigentlich, ne? Naja, der hat auch deswegen ein bisschen zurückgeblieben, der Typ, ne? Aber nee, wir ja, weiß also, man da? Ja, der war irgendwie nicht ganz. Der hat sich irgendwie Hochstapler, ich würde sagen Hochstapler. Er hat sich hervorgetan als Entdecker Amerikas, ja. Und dabei war er schon lange. Da kann man ja im Nachhinein immer sagen, ne? Ich fahre nach Indien. Ach nee, war ja gar nicht Indien. Wollte ich auch nicht. Ich habe ja Amerika entdeckt. Ich wollte ja was Neues entdecken. Ich war auch nicht der Erste, aber trotzdem. Naja, du bist ja auf jeden Fall legit. Deswegen bin ich froh, dass ich mit dir und nicht Chrissy Columbus unterwegs bin. Wenn du mit so einem billigen Nusskasten hier losfährst, dann ist klar, da kommst du nicht weit mit. Da reißt sich auseinander mittendrin in, sagen wir, eine kleine Verwirrung im Wasser und dann bringt dich das gleich sonst wie aus dem Kurs und alles. Und die sind ja nicht robust, aber das Schiff hier ist ja nun mal. Ja, jetzt mach mir keine Angst, ich wollte gerade sagen. Wir haben doch aber. Das ist ja mein Schiff. Ich meine, du weißt, ich bin einer, der mag ein bisschen Luxus. Ne? Auch wenn ich jetzt nicht so aussieht, als wenn ich viel Geld habe, aber ich habe schon den ganzen Teil auf Kante. Sieht man's aber.
Ja, man sieht ja alles Gold. Oder ist das Gold? Ja. Richtiges Gold? Messing? Ja. Das ist echtes Gold, ja. 24 Karat. Krass. Genau. Und wie lange hast du das jetzt schon? Also bist du jetzt schon richtig auch mit dem Schiff hier schon ewig unterwegs, oder? Ja. Schon lange schon. Oder hast du vorher ein anderes gehabt? Oder was sieht alles so nagelneu aus? Oh, ich habe schon so viele Schiffe gehabt. Ja, ich habe ja mehrere Schiffe. Ich habe am Kühlschrank war noch vorhin noch diese Folie, ne? Diese Folie, die immer auf allen so Spiegelflächen drauf ist. Die lasse ich extra dann wegen den Fingern. Ach so. Weil die Leute immer ihre Fingerabdrücke hinterlassen am Chrom. Ah, okay. Nee, dann das ist ja schon richtig, ich habe schon sehr lange das Schiff. Genau, das ist das sah alles so, sieht so nagelneu aus, ne? Auch, also du meinst ja, du lässt es dran wegen den Fingerabdrücken, aber waren jetzt gar keine Fingerabdrücke drauf, weil die Plastik. Nee, genau, deswegen sind ja keine drauf. Ja, ich meine, fertige Finger und so. Na klar, aber es würde ja abgegrabbelt aussehen, dachte ich nur. Oder so mit der Zeit wird Plastik. Das lässt sich tatsächlich manchmal auch erneuern. Ach so, du lässt diese Schutzfolie an, wenn das ja noch nie gehört. Krass. Naja, wenn man Cola hat, kann man sich wahrscheinlich alles leisten. Wolltest du nicht kacken gehen eigentlich, sag mal? Ja, genau, dann mache ich es auch. Also, wir sind jetzt bei der roten Tonne ja schon vorbei. Was muss ich denn jetzt machen? Einfach geradeaus oder? Lenk mal einfach. Ist ja, sagen wir, nicht viel zu sehen hier. Lenk doch einfach. Ich wollte gerade sagen, wie weit du? Da fliegt eine Möwe. Was ist da? Zeichen für Land. Ja. 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 Da, okay. Der fliegt hinterher. Der fährst hinterher. Immer der Möwe hinterher oder wie? Erstmal ja. Ich gehe erstmal kacken und dann. Wie du dich hier, hab so ein Respekt vor dir, wie du das überhaupt weißt, wo du hier hin musst und so, ne? Ja, dass du jetzt weißt, dass der Möwe da hinterher muss. Ich sehe ja hier gar nichts. Sieht man gar nichts. Egal, wo ich gucke, ne? Also keine Ahnung, wo wir sind. Ja, das ist ja der cool, Unterschied. Ich spüre das ja. Ich spüre ja, wo ich bin irgendwo. Ah, okay. Na, wie die Möwe wahrscheinlich. Die muss ja auch wissen, wo sie hin will, ne? Ja, cool. Na dann, ich mache hier so ein bisschen, ne? Mach mal, fahr du mal. Ich bin gleich wieder da. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Stunden später. So. Alle kurz einschlafen. Bandy. Siehst du, hast du doch immer noch nichts zu sehen, wa? Also gut gelenkt, ja. Nee, die Möwe, die war dann irgendwie weg, irgendwie zwischenzeitlich. Ich hab dann einfach so gemacht, ich hab dich ja nicht aufgeweckt gekriegt. Ich habe mir richtig ein bisschen Sorgen gemacht, weil du hattest auch so einen langsamen Puls und so. Hast du was genommen? Oder? Faustan reingeholfen, weil ich immer so seekrank werde. Ach je. Okay. Faustan, ist das gegen Seekrankheit? Naja, das ist erstmal, dass man ein bisschen beruhigt ist und ein bisschen runterkommt. Aber weil du hast da auch so Nadeln und so Spritzen und so. Ist für Notfall wahrscheinlich. Das ist für Notfall. Das kommt alles aus der. Das kommt alles, wenn mal ein Notfall ist. Und wenn man eine Spritze braucht. Verstehe. Ja, na klar. Das ist alles Sanitäts. Und so, das hast du auch Aspirin auch in so einem extra Beutel, habe ich gesehen, gar nicht in Tabletten. Das ist voll, ne, voll Profi-mäßig. Wie gesagt, ich sehe es ja alles zum ersten Mal. Ne? Ich habe da in meinem Amazon CEO-Büro, das habe ich alles nicht. Ne? Deswegen muss ich ja auch mal raus da. Ach Gott, ey. Ja, was machen wir denn heute Abend? Gegessen, also, nee, ich wollte gerade sagen, soll ich was kochen? Ich habe vorhin gekocht, aber ich habe vorhin was zu essen gemacht und dann
Habe ich bloß wie, kurz hin, schon mal? Ah, ich bin satt. Ich bin satt, aber du kannst ja noch eine Kleinigkeit machen. Achso, du hast dir... Ich habe uns beiden gemacht und bin dann, musste mich kurz hinsetzen. Ich war kurz so ein bisschen... Oh, dann habe ich heute gestern und habe ich eingeschlafen. Und achso, dann ist meine Potze ist noch für mich was noch übrig, meinst du? Ist noch... Nee, habe ich leider auch mit. Aber kannst du... Da sind noch Kartoffelstücke übrig, da kannst du vielleicht noch ein paar Bratkartoffeln draus machen. Okay, na, ich guck mal, was aber ich finde. Aber nicht so mit dem Gashasen, ne? Das hält nicht ewig, ne? Nee, wo kriegen wir denn das neue Gas her? Naja, wo kriegen wir auf dem Ozean neues Gas her? Das ist auch eine gute Frage. Ja, die Antwort? Wir müssen dann irgendwann mal Station machen, oder wie? Ja, können wir ja machen. Irgendwann dann nachher. Hast du jetzt so einen Hunger? Ist es so jetzt schlimm jetzt schon? Nö. Na, ihr habt den ganzen Tag noch nichts gegessen, seit wir los sind, ja. Nein. Ich hatte vorhin hier Kekse zum und hab einen Kaffee getrunken. Hab ich ja nur einen abgekriegt. Ja, einen, ja. Aber du kannst aber nicht sagen, du hast nichts gegessen. Das ist auch ein bisschen, ne? Ja, gut, ich habe die Kekse gegessen, ist ja klar. Na, solange wir Trinkwasser, ich meine, aber also wie läuft es denn überhaupt? Wann machen wir denn so Stationen, um neue Vorräte aufzunehmen und so? Werden wir 6,5 Monate... Das reicht aus. Du hast Trinkwasser für 6,5 Monate bei. Ach, ja, zur Not kann man hier auch mal aus dem großen Wasserbottich so ein bisschen mal kurz in die Flasche 3 reinhalten. Achso, ich dachte mal, Salzwasser kann man nicht trinken. Das ja, schmeckt halt nicht, ne, aber kann man trinken. Logisch. Ich persönlich vertrag's nicht. Ich habe eine Allergie, aber alle anderen kommen damit schon zurecht. Achso, echt? Ist das so als Trinkwasser einfach verwendbar? Ich dachte mal, man stirbt dann davon oder so. man stirbt, wenn man Wasser trinkt. Ja, klar. Ich dachte, wegen diesem osmotischen Druck. Vom Wassersterben getrunken, vom Wassertrinken gestorben. Ich dachte wegen dem osmotischen Druck, weil dann halt so dass die Salzkonzentration dann so hoch wird. Osmotischer Druck. Sag mal, wer ist hier der Experte? Du oder ich? Na du, auf jeden Fall du. Druck? Erzähl doch mal, wie funktioniert denn osmotischer Druck? Na, ich dachte, weil dann die Salzkonzentration außerhalb der Zelle so hoch wird, dass das dann in die Zelle rein diffundiert. Ja, bist du selber nicht so genau, naja. Nee, kann man sorgenlos trinken, deswegen habe ich nicht so viel mitgenommen. Weil so viel Wasser kann man für ein halbes Jahr Wasser. Und essen? Was essen wir denn? Die Sprotten. Achso, wir fangen Fisch unterwegs wahrscheinlich, oder? Können wir auch machen, klar. Na, du hast jetzt alles überlegt. Ich mach mir jetzt eine Dose Ravioli auf. Ravioli ist nicht mehr. Ja, Ravioli hatte ich auch bloß eine Dose mit. Ah, das war doch, hab ich doch. Ich habe noch zwei Beefy unten zu liegen, wenn du magst. Die sind zwar vom letzten Jahr, aber die ist, weißt du, wie satt die machen mit dem. Ah, ist mit Teigmantel, Beefy Roll. Mit dem Teigmantel, ja. Beefy Roll, ja. Okay, na dann, ich such die mal. Ne? Mach doch mal. Gut, bis gleich, halt die Stellung. Jo, wie gesagt, klar. Ich bin jetzt hier, die Möwe war dann irgendwann weg, ich bin einfach dann so gefahren, wie ich dachte. Kein Problem, ist doch kein Problem, ist doch, man kommt immer irgendwo an. Okay, na dann bis später. Ja, bis gleich. Scheiße, das wird doch nichts. Gib mein Handy. Scheiße, wenn der mitbekommt, dass ich überhaupt keinen Plan habe, na dann wird Nacht, Marie. Scheiße, wie krieg ich das gedreht? Oh, fuck, ey, ich weiß ja nicht mal, was irgendwas hier ist auf diesem Scheißschiff. Oh, da kommt der Schiff, Scheiße. Ey, du, das war doch gar keine Beefy Roll. Das war, da ist ein Schimmelmantel da drumrum. Ja, du, auf See muss man sehen, wo wir was wegkommen. Abkratzen einfach. Kannst du abkratzen mit dem Messer. Das ist doch kein, du Sau, das ist doch kein Beefy Roll. Du kannst doch die Beefy nicht draußen liegen lassen. Wieso, ihr Freund? Was soll ich jetzt essen? Wo kann ich noch dann essen? Dann musst du gucken, dann habe ich noch einen Sommerjoghurt von Zott. Sah nicht fruchtig frisch? Und ja, hinein ins Weekend-Feeling. Dann hol dir den. Jetzt musst du mich mal gerade 5 Minuten lassen. Ich muss ja auch mal koordinieren. Das ist nicht so einfach. Okay. Hol mir die Karte hoch. Die große, bitte. Die Karten sind ja alle groß. Welche meinst du denn? Ja, dann hol halt irgendeine Karte. Eine große Karte, Mann.
Ist doch gut. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt. Scheiße, wir sind doch vollkommen... Boah, Alter, ich glaube, wo mein Hamster stottert, ey. Was denn das für eine Scheiße? Sehe hier auch weit und breit nichts zu sehen in diesem scheiß Ozean. Diese Scheiße. Mann, komm, Svenny, denk nach. Ganz ruhig jetzt, mal runterkommen und nachdenken. Moment. Okay, pass auf. Ich fahr einfach. Oh, da kommt er schon wieder. So, hier. Ja. Ja. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Na, wir sind doch jetzt hier, oder? Also, ich bin ja nach der Sonne nachgefahren und jetzt der Mond ist ja jetzt da drüben. Und wenn ich den Azimut richtig einschätze, dann müssten wir doch jetzt eigentlich hier sein. Ne? Wen schätzt du richtig ein? Den Azimut, die Höhe. Ach so, ja klar, den Azimut, klar, logisch. Den Azimut, den Winkel, ja. Den quasi der Himmelskörper ja, zeigt. Den Winkel. Ja. Oh, ich muss jetzt hier erstmal. Aber hast du ja alles schon errechnet wahrscheinlich. Also wir sind jetzt hier, ne? In dieser. Oh, Bernd, kannst du mal 15 und ganz kurz noch. Ich wollte ja nur sagen, ich wollte. Ja, vielleicht magst du unten ein bisschen sauber machen oder so. Ich muss echt mal Ruhe haben, ganz kurz hier. Unten ist alles picobello, habe ich ja gerade schon gemacht. Ja, dann mach hinten ein Taufest oder so. Und dann mach mal bitte irgendwas. Ich muss hier jetzt wirklich. So, drei Breiten gerade nach links. Oh, ja, Scheiße. Ja, was denn? Du bist da in der. Ich wollte nur sagen, du bist da in der Spalte verrutscht. Das ist nicht der Breitengrad. Das ist die Länge. Naja, das ist der Längengrad, weiß ich alleine. Ja, das würde alles nicht passieren, wenn du mir ein bisschen Ruhe gönnen würdest. Nur einen kleinen Moment, nur zwei Minuten, bitte. So ein paar Sachen habe ich ja bei dem Segeltheoriekurs auch gelernt. Ich wollte nur helfen. Also ich weiß, du bist der Profi. Willst du fahren? Willst du das Boot lenken? Steuern? Nee, alles gut. Also ich kann es steuern. Nee. Gerade eine kleine Meuterei, oder? Nein, das ist doch dein Boot. Ich wollte ja nur helfen. Schiff. Das ist dein Schiff. Wenn wir schon so Schlaumeier sind, dann bitte Schiff. Alter, tut mir leid, ich wollte dich hier nicht ärgern. Ja, jetzt brauch dir nicht gleich einen Eisklar. Mach's, bitte. Ein Taufest da hinten, okay. Ja, das kannst du einmal voll aufwickeln. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Da kann man nackte Weiber. Scheiße, ich weiß absolut nicht, wo wir sind. Eine Seefahrt, die ist. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, das ist absolut der richtige Wind. Guter Wind. Ah, okay. Ja, cool. Ja, kommt vom Nordosten. Sehr gut. Das Süden, oder? Das Süden, ja. Ich meine, ich habe jetzt gerade nicht vergessen. Ich meinte nur, ich dachte. Nee, war so, einfach so ein Reflex, so eine routinierte Seefahrerhandbewegung, die zeigt immer nach Süden. Das machen also alle, man kann so, ja, sagen sie auch immer alle. Man kann ja sehen, wie der Mond steht, ne? Das so, ne? Jetzt lass mich mal bitte hier. So. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist. Sag mal, der Kompass, kannst du mir mal sagen, was der Kompass ansagt? Wo wir jetzt gerade drauf zusteuern, oder was meinst du? Die Richtung des Kompass, hallo. Wie viel Grad Norden? 275. Eine Ewigkeit später. Halt da hinten fest! Du musst das Seil festhalten! Ich hab keine Ahnung, was du machst. Das Seil ist schon... Halt das scheiß Seil fest da hinten! Keine Ahnung, ich weiß nicht... Seil! Welches denn? Ich hab das fünf! Das ist in der Mitte! Scheiße! Das dicke Tau! Musst du ziehen! Scheiße. Ich hab hier voll blutige Hände schon. Ja, ich gehe, ich muss unter Deck. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss unter Deck. Ich werde hier weggehen. Nein, du musst ziehen. Ich kann nicht. Ich halte es nicht mehr aus. Oh, Scheiße. Du machst. Wo bringt man die weg?
3 Wochen später. Scheiße, das ist alles hier, das ist alles kurz und klein. Andy? Es ist endlich vorbei, es ist endlich vorbei. Oh, mein Kopf. Ich glaube, ich habe mir die Rippen gebrochen. Mein Kopf. Oh, kannst du mal 5 Minuten deine Scheißfresse halten mit deinem Seefahrtsdrecksleben? Halt du doch deine Scheißfresse, Mann, was? Ich bin noch wach, hör doch auf, mich zu schlagen. Vollidiot, du hast wieder mal keine Ahnung, wo wir sind. Was ist denn los? Du hast Wieso habe ich keine Ahnung, wo wir sind? Ich weiß ganz genau, wo wir sind. Wenn ich die Scheißkarte nicht lesen würde, du hast doch keine Ahnung, wo wir sind. Vor 3 Monaten habe ich dir gesagt, ich hab gleich gewusst, dass mit dir sowieso alles scheiße nur werden kann. Du bist ein richtiger Unglücksmagnet. Die Masten sind gebrochen, unsere Vorräte sind gerade über, sind gestern Nacht über Bord gegangen. Die Vorräte, die es noch nicht mal gab, du hast doch nichts organisiert, wenn ich nicht jeden fahrenden Vorbeifahrer... 30 Mal sag's hier an dem scheiß Seil. Wenn nicht jeder vorbeifahrende Händler von mir... Jetzt riech dich mal schön ab, ich hab dir den ganzen Trip geschmissen, Alter. Du bist so ein unlernendes Scheißpersonal mitgenommen wie dich, Mann. Ich bin der Einzige, der hier irgendwas von irgendwas versteht. Sag nicht, du hast mein apollinares Wasser ausgetrunken. Das apollinares Wasser, du hast mein apollinares Wasser ausgetrunken. Ohne mich hättest du dieses Wasser gar nicht. Du hast gesagt, das ist für mich? Ja, ich habe hier bei dem fahrenden Händler auch was gekauft. Naja, schön. Du hast ja gesagt, du hast alles, was du brauchst. Du hast gesagt, du kannst das Seewasser trinken. Ja, hab Alter, ich ja auch. 2 Wochen habe ich nur gekotzt und geschissen, weil ich dachte, ich kann dir vertrauen und habe dieses scheiß Seewasser getrunken. Ja, aber du kannst Seemann wissen. Seemann kann uns vertragen. Nee, das... Naja. Du machst ein Stück Zyklen rein, das Wasser schon nicht mehr so salzig wie vorher. Oder ja, Kartoffel aber du trinkst schön, ne, wie ich dann gefunden habe. Du hast schön deinen Kasten Selters da zu stehen. Ne, du hast schön deine... Naja. Ich hab's ja auch im Magen. Hast du jemals mal irgendwann angedeutet, dass du vielleicht einen Magen hast? Nein. Bei mir weißt du, dass ich Magenrefluxbeschwerden habe. Ja, so hast du dich schon in der Schule immer rausgeredet, aus allem Sportunterricht. Ich habe mit dem Magen Hausaufgaben gemacht. Ich konnte nicht, ich habe gestern mit meinem Magen. Ja, Frag doch sicher. Herr Löffelholz. Dr. Löffelholz. Sicher, Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist lustig. Gib mir mal bitte eine Kippe. Hallo, was? Nein, du kriegst keine von meinen Kippen. Alter, Alter. Okay, Mann, komm mal klar, Alter. Wo kommt denn noch, dass der Kapitän hier vor allem Bierfahrtlinien um die Welt? Wir sind super Freunde, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Du hast mich doch auf dein scheiß Boot hier... Du bist so eine dermaßen Pussy. Du hast mich auf dein scheiß Boot gezwungen, weil du ja nicht alleine dich getraut hast, diese Weltumsegelung zu machen. Alter, in der Schule, ja, gut. Dass wir keine Vorräte mehr haben. In der ja, die Vorräte, die ich vorher besorgt habe, die du nicht mal mithattest, du Lappen, Alter. Wenn ich nicht jedes Fahrer-Händler-Schiff Nenn mich noch einmal Lappen und ich zieh dich Kiel. Ich hole dich Lappen, Kiel. Lappen. Na, was denn? Ja, wenn ich wieder aufstehen kann, dann wirst du wieder leben. Mit deinem Appenbein wird nichts, glaube ich, ne? Du weißt, dass das auch gesetzlich immer noch gilt, ne? Meuterei. Dass man dafür bestraft wird. Ach, ne? halt doch dein Maul. Weißt du, ne? Halt du doch dein scheiß Maul, Alter. Du hast doch keine Ahnung, was gesetzmäßig abgeht. Du hast überhaupt keine Ahnung von irgendwas, Alter. Ich hab keine Ahnung von irgendwas, hallo. Ich hab auch kein Luxusschiff, ne? Ja, dann kann ich ja keine Ahnung haben. Woher habe ich denn ein Luxusschiff? Ich verstehe bis heute nicht, wie du an dieses Schiff gekommen bist. Ja. Alter, dein ganzes Leben ist eine lächerliche Lüge, Mann. Glaubst du selber eigentlich die Scheiße, die du die ganze Zeit erzählst? Und dein Leben ist die Wahrheit, oder wie? Ja, mein Leben ist, was mein Leben ist. Ich mache da keine Hilfe. So dermaßen, wenn du überhaupt nur ein Viertel von meiner Ahnung hättest, dann wüsstest du, dass wir dermaßen am Arsch sind, weil du gestern diese scheiß Seile da nicht gezogen hast. Und jetzt unsere ganzen Vorräte, wovon sollen wir denn leben? Alter, mir ist dieser scheiß Mast auf den Kopf gefallen. Guck doch hier, meine Plattform. Ich glaube, noch mehr auf den scheiß Kopf gefallen. Ja, muss ja dann, sonst wäre ich nicht mit dir in ein Boot gestiegen, wenn mir nicht irgendwas... Bernd, meine Rippen sind gebrochen. Ja, ist doch schön. Und dein Bein ist zerschmettert. Na und, ist mir doch egal. Das war alles deine Schuld. Wie das sowieso immer alles schon immer alles scheißegal gewesen ist. Na, früher in der Schule. Soll ich jetzt deine scheiß Kaugummis fressen oder wie?
Ja, mach doch, ist mir auch egal. Guck mal hier übrigens. Mach doch, ist mir egal, mach doch, ist mir egal. Ich hab hier, guck mal hier, von der Bande von Idioten. Guck mal hier, dieses schöne Stück Schokolade, das habe ich mir vom Hunger abgespart. Ja. Guck mal. Nimmst du doch rein. Hör mal, du bist so bescheuert, dass du nicht mehr über Konsequenzen bewusst bist. So bescheuert bist du. Ich bin mir überhaupt nicht bewusst. Ein Tag schlagst du in die Fresse. Du wirst sowieso der Tag, sowieso kommen, wo ich dir in die Fresse schlage. Ja, und du sitzt nicht in deiner scheiß Karre in Holland. Holland? Verstehe ich. Die muss mir in die Fresse schlagen, die muss mir einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Ich bin nicht der Lappen hier. Du Arschloch ist verantwortlich für unsere Weltumsegelung hier. Ich verstehe bis heute nicht, wie du darauf gekommen bist, dass du das bestimmen kannst. Mach doch dein Scheiß! Mach ich auch, muss ich ja. Ich muss ja alles hier machen. Du hast ja keine Ahnung von nichts. Spielt sich ja auch als der große Kapitän. Ich bin Kapitän zur See. Im Gegensatz zu dir. Amazon. Weiß ich, was für eine Scheiße du da machst. Päckchen verschicken oder... Keine Ahnung. Ja, genau. Alter, ich bin mehr wert als dein popeliges Boot hier. So viel verdiene ich am Tag. Ja, du bist mehr wert als mit deinem Elektrofahrzeug. Ich wollte einen Almosendienst wollte ich dir tun und mit dir mal was unternehmen, weil du ja in deinem Leben nichts... Ich wollte dir einen Almosendienst erweisen, indem du endlich mal von irgendjemandem eingeladen wirst. Schon in der Grundschule haben wir uns so nur über dich lustig gemacht hinter deinem Rücken, Alter, weil du denkst, du warst der Coolste mit deinen peinlichen Ausreden, Alter. Ja. Peinlich war das, Alter. Halt die Scheißfresse. Ich hab meinen Magen, hey, pass auf, geh doch wieder unter Deck. Versteck dich doch wieder unter Deck. So wie immer machst, wenn Krisenmomente kommen. Ja, Alter, immer, wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann gehst du unter Deck. Hast du früher auch in der Schule mich auch schon immer gemacht. Wenn es Schlägerei gab, dann ist Herr Bernd, die war dann unter immer auf Deck. Toilette verschwunden. War unter Deck, ne? War ich in der Schule. Du Fresse, unter Deck, Alter. Ne? Na, ich muss ja... Oh, Scheiße, Alter, ich hab bloß nie gemacht. Ey. Ich hab dir doch immer gesagt, was du zu tun hast. Und dann natürlich der Einzige, der sich irgendwie auskennt, der unser Leben im Zweifelsfall retten kann, der muss natürlich unter Deck sein und in Sicherheit. Was ist, wenn ich über Bord gehe, dann bist du sowieso geliefert. Ja. Die hat gerade eine Möwe auf den Kopf geschissen. Halt mal, Möwe. Land. Oh, Alter. Land. Land, das Land in Sicht. Alter. Da, tatsächlich. Wie kommen wir da hin? Alter, komm her. Wie kommen wir denn da hin? Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Komm, alles nicht so ungut. Komm. Aber wir treiben mehr ab vom Land. Nee, pass auf, wir müssen Paddel bauen. Paddel, hier kommt der Paddel. Paddel von Schiff, bist du bescheuert? Der du hast doch eigentlich einen totalen Schaden. Halt doch mal die Fresse, der gespaltene Mast, komm. Wir müssen da irgendwie hin, der gespaltene Mast. Ich kann nicht, meine Rippen sind gebrochen. Hab ich dir schon mal erzählt, dass meine Rippen gebrochen sind? Nee, hab ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Oder brauchst du dafür auch noch ein Röntgenbild, weil du sonst sagst, dass ich nicht in der Lage dazu bin, einzuschätzen, wie gebrochen meine Knochen sind. Ich hätte an deiner Stelle ja das zerschmetterte Bein das noch angeführt, aber mit deinen Wehwehchen gehst du ja immer hausieren, ne? Ah, deine Rippen sind gebrochen. Du kannst reinspringen und von Achtern schieben. Ich kann auf jeden Fall reinspringen und da einfach hinschwimmen. Das wäre vielleicht so eine Idee. Mach doch, lass mich doch hier zurück. Denkst du, ich habe Angst davor, zurückgelassen zu werden? Lieber sterbe ich auf See, als von dir, Hans Wurst, in irgendeiner Form gerettet zu werden. Du bist noch nicht mal in der Lage. Und die letzten 3 Monate sind dir völlig egal, wie ich dir schon jeden verdammten Tag den Arsch gerettet habe. Was war das? Ein Pfeil. Alter, was ist denn hier los? Alter, komm unter Deck. Was geht hier ab, Alter? Ach du Scheiße, das sind die Wilde. Scheiße Wilde. Hunger. Komm hier, nimm die Signalpistole. Oh nein. Scheiße Wilde. Pass auf. Zieh mich mal hier hinter Fass. Nimm die Signalpistole. Was? Hier hinter Fass. Und wir jetzt auf einmal ein Piratenschiff. Nimm die Signalpistole. Alle Segel. So, siehst du, die Signalpistole hat das schon geregelt. Wir sind jetzt abgehauen irgendwie. Pass auf. Ich habe ein kleines Schlauchboot unten. Vielleicht hat uns ja auch jemand gesehen. Meinst du, jemand hat das Flair gesehen und vielleicht... Warum haben wir jetzt nicht eigentlich schon ein paar Mal gemacht? Hör mal zu. Naja, wir haben ein Schlauchboot unten. Du gehst jetzt runter, holst das Schlauchboot und fährst mal rüber gucken, okay? Ich fahre zu den... Wilden. Warum nicht?
weil ich keinen Bock habe. Achso, du hast keinen Bock zu leben. Okay, alles klar. Na dann. Nee, ich habe keinen Bock, von den Wilden auseinandergeschnipselt, um gegessen zu werden. Was weiß ich, was die... vielleicht sind es Kannibalen. Wenn du gleich runtergehst und ein scheiß Schlauchboot holst, dann würde das Gleiche hier passieren. Dass du mich aufisst? Ich denke, du hast gebrochene Rippen und kannst gar nichts machen. Ich musste dich ja gerade hier runterzerren. Aber ewig wirst du ja auch nicht durchhalten, oder? Alter, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Hörst du das? Oh, Scheiße. Nein, ist doch geil, Alter. Wir sind gerettet. Fuck. Alter, ja, komm, ich wink ihn. Ja, nein, bleib hier. Hier, komm. Nein, komm her. Alter, das ist unsere Rettung, Nein, bleib hier, das ist unsere Rettung. Bist du bescheuert? Ich muss das hingehen. Nein. Ich muss dahin. Okay, du bleibst jetzt hier. Hör zu. Ich höre zu. Also, ja, soll ich sagen, ja, ja, ich höre zu. Dieses Schiff hört nicht mehr. Was? Stell jetzt keine dummen Fragen. Das Schiff ist gestohlen. Geld ist keine dumme Frage. Was? Du hast nicht, das gehört nicht mal dir. Das Einzige, was an dir legit war, ist, dass du dieses Boot hattest. Alter, aber jetzt macht alles Sinn. Das Einzige ist, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber das Boot gehört mir nicht. Das macht alles so Sinn. Du bist so ein Lappen, Alter. Weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Alter, du hast dieses Boot geklaut. Deswegen verstehst du auch von nichts. Irgendwas, deswegen kannst du nicht mal die Seekarte lesen. Deswegen ist doch jetzt scheißegal, jetzt wird's halt, die Bullen, die sammeln uns ein und dann kommen wir in den Knast. Nee, du kommst in den Knast, ich hab doch. Nein, wir beide, weil wir beide auf einem gestohlenen Boot voller Kokain sind. Ach, ich hab mir gar nicht erzählt, Kokain, ja. Ja, deswegen bist du mal so hibbelig. Hättest du doch mal was gesagt, sharing is caring, Alter, und ich sitze hier auf dem Trocknen. Wir müssen die Scheiße in Venezuela abliefern. Wie sollen wir denn da hinkommen, Alter? Wir werden hier entweder von den Bullen aufgenommen oder von den Wilden aufgefressen. Okay, pass auf, ich war ein Arschloch. Ich war ein Riesenarschloch die ganze Zeit. Okay, kein Problem. Ich hole uns da wieder raus. Aber bitte, 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 halt jetzt deine Fresse und komm mit unter Deck. Okay? Vertrau mir. Da ist jemand am Deck. Scheiße. Hallo? Hallo? Polizei, ist da jemand? Scheiße, was machen wir jetzt? Nimm dir die Bratpfanne. Aber du hast doch eine Knarre, warum muss ich die Bratpfanne? Nimm dir die Bratpfanne, die Knarre ist zu laut. Hallo, ist da jemand? Ich glaube, der ist tot, Mann. Der bewegt sich gar nicht mehr. Alter, ich hab einen umgebracht. Ich hab einen Polizisten umgebracht. Heißt doch, umgebracht. Du bleibst, Mann. Heißt doch, noch 5 Minuten zusammen. Ich hab einen Polizisten umgebracht. Mach mal die Bretter von der Bildschuh. Mein Leben ist vorbei, Mann. Mach mal bitte die Bretter von der Bildschuh. Mein Leben ist vorbei. Ich hatte doch alles. Ich wollte einfach nur dir was Gutes tun und mit dir, armseligen Hans Wurst. Oh Gott, mein Leben ist vorbei, weil ich mich wie... Jeder in deinem Scheißleben hat mein Leben ruiniert. Reiß dich doch mal 5 Minuten zusammen und mach jetzt die Bretter von der verfickten Bildschirm. Ich hab mein Leben ruiniert. Alles für dich, Vollidioten. Ich hätte einfach jetzt auf meine ich Frau Schweiß hören da rein. Ich hätte auf meine Frau hören sollen. Du bist nicht Schweiß wert, hat ihn da rein. Ist doch gut hier. Das ganze Blut, Alter. Wie sollen wir das wegkriegen? Scheiße. Du nimmst jetzt ein paar Pakete, gehst hoch scheiße. Und schmeißt sie über Bord, okay? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Eine Seefahrt, das die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Hörst du mir zu, oder ja, nicht? Ja, was? Du sollst dir ein paar scheiß Pakete Kokain nehmen. Ja. Hochgehen ja. Und die von Bord schmeißen. Hochgehen und von Bord schmeißen. Ja. Okay.
Aber da fehlt ja schon die Hälfte. Hast du dir das alles die 3 Monate rüber selber reingeblasen? Was war denn dein Plan, wenn wir da sind? Naja, egal, komm, hier, ja, ich mach das jetzt. Warum haben wir denn den Bullen nicht über See geschmissen? Naja, ist okay, über Bord geschmissen. Entschuldigung, was machen Sie da? Was haben Sie da in der Hand? Hände hoch, Hände hoch. Ja, Gegenstand ja, liegen ja, lassen. Lassen Sie den Gegenstand runter. Ja, ja. Hände hoch. Ich bin über Bord. Entschuldigung. Okay, ganz langsam umdrehen. Hände in den Kopf. Das war... Ganz langsam umdrehen. Backpulver. Hände hinter den Kopf. Okay. Backpulver. So, nicht so jetzt. Grob. Ja, ich muss nur den Handschellen anbringen. Wer sind Sie denn überhaupt? Was tun Sie hier? Wir werden von der Polizei. Ich habe nichts zu verbergen. Hören Sie mir zu, Officer. Okay, folgendes. Ich will Ihr Geflüster nicht hören. Es soll mich offensichtlich auf etwas hinweisen, was ich noch nicht weiß, aber... Unterm... Alter, nicht schon wieder. Das ist der zweite Bulle, Mann. Was machst du denn? Also nix. Anscheinend auch nix auf die Reihe. Ach. Was soll ich machen? Er hat eine Waffe auf mich gerichtet. Das scheint heute der Spaß des Tages zu sein, Waffe auf mich zu richten. Okay. Komm, die schmeißen wir jetzt einfach über Bord. Ja, das ist doch scheißegal jetzt hier. Jetzt ist mir alles egal. Du hältst noch mal. Gut. Können wir nicht das Polizeiboot, Norbert heißt es, glaube ich, steht da drauf. Können wir nicht das Polizeiboot nehmen? Wie du da im Hafen rumfährst. Keiner hat mehr Bock auf dich. Mit deinem hässlichen Schornstein mitten im Gesicht. Keiner hat mehr Bock auf dich. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Alter, ich krieg jetzt gerade wieder richtig. Kannst du mal das Seil hochziehen? Mit dem. Da, diese Seil am Rand da, an der Wehen? Alter, ist mir noch nie aufgefallen in den ganzen Monaten. Was ist denn da dran? Ja, zieh mal bitte hoch. Alter, was ist das? So! Da liegst du im Wasser und ertrinkst. Tschüss! Oh, nimm jetzt mein scheiß Ruderboot. Kannst du mir noch nicht antun. Ein bisschen. Du Fetter! Ist noch ein bisschen Reserveessen drin. Und noch ein Beutel Wasser. Ihr solltet eigentlich schaffen, an Land zu kommen. Irgendwie damit. Kannst mich doch nicht hier verrecken lassen. Bye bye. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Goodbye. Ich hätte auf meine Frau hören sollen. Ah, zum Glück treibt hier so ein Kokspaket. Ah, nice, Alter. Oh, Officer, ne? Kopf verloren. Naja, dann machen wir es uns beide schön, ne, Officer? Ui, da kann man ja richtig weit reingucken in ihren Kopf.